kommt und wie das angeleiert haben als DGB. Ich bin fasziniert, wie schnell unsere Zivilgesellschaft funktioniert und über 30 Organisationen, Initiatoren haben mitgemacht, heute dafür zu mobilisieren, dass wir lautstark gegen die AfD demonstrieren. Ich will auch nicht ganz lange reden, weil wir haben viele, die heute... Ja, auch in Deutschland, auch in Baden-Württemberg, auch in Schwäbisch Gmünd nehmen die Rechtspopulisten zu. In Baden-Württemberg sehen wir doch, wir haben 13% AfD. Im schlimmsten Fall haben wir morgen einer Woche einen Abgeordneten der AfD in unserem Landtagswahlkreis. Und wenn wir... Und wenn wir zu unseren Europäischen... von Ihnen noch daran, dass kurz nach der Einführung Deutschland zum kranken Mann Europas erklärt wurde. Die Euro-Währung hat auch wenige Zeit nach ihrem Start in Deutschland zu Konsequenzen geführt, die durchaus ähnlich mit denen sind, die wir jetzt in viel dramatischerer Weise in den südeuropäischen Staaten erlebt haben. Denn hier, auch hier, floss Kapital in signifikantem Ausmaß ab, und die Notwendigkeit zur Kostensenkung war plötzlich da, weil die Investitionslust in den Standort Deutschland merklich abgenommen hatte, aufgrund einer inzwischen nicht mehr harten Währung. Stand ab, die Kultur der politischen Debatte in Deutschland keine wirkliche Lernaufgabe ist. Wo finden an unseren Schulen Debatten statt? Debatten mit allen politischen Kräften des Landes, also zumindest allen voran vielleicht den 5 bis 10 größten Parteien. Fehlanzeige. In den meisten Bundesländern gibt es sowas nicht. Stattdessen spricht man von der politischen Neutralität an Bildungseinrichtungen. Und nehmen Sie mir die Polemik nicht übel, diese politische Neutralität mutet zunehmend so an wie die politische Neutralität in der ehemaligen DDR. Die gab es da auch nicht an Schulen und die gibt es im aktuellen Deutschland auch nicht. Oder gar mit Nazi oder faschistisch beschimpft wird. Das ist eine